Hallo, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Equine Passion mit Vieh. Wir haben doch wieder ein paar Termine heute, auch ein paar wichtige, aber jetzt gehen wir erstmal zum Update. Es gab nämlich nochmal zwei kleine Updates. Das erste am 13.11. Bei den Zuchtgemeinschaftshengsten werden in der Übersicht mehr Daten angezeigt. Sowas wie Begabung, Körnerhaute, Interieur und Exterieur. Außerdem können sie nach Rasse oder Begabung gefiltert und nach Kör beispielsweise Teilnoten sortiert werden. Das ist extrem viel. Da muss ich mich, glaube ich, erstmal reinfinden, um dann eine Meinung dazu abgeben zu können. Um einfach zu sagen, Mensch, vielleicht ein bisschen viel. Das Teamwork steigt beim Putzen jetzt ebenfalls um 0,1. Finde ich super. Die Todesursache wird im Profil angezeigt, was ja eh schon immer mitgespeichert wurde, aber jetzt wird sie anscheinend auch noch angezeigt. Ja, habe ich jetzt tendenziell keine Meinung dazu, weil ich mich mit dem Tod der Pferde in Equine Passion noch nicht befasst habe. Bis jetzt noch nicht. Im Markt kann nach VS-Pferden Vielseitigkeitspferden. Oh Mann, also ich bin jetzt echt nicht drauf gekommen. Pferden gesucht werden. Bei Suche nach Punkten werden alle Punkte in Dressur, Springen und Cross-Country angezeigt. Bei der Suche nach Turnierklasse wird ein Durchschnitt genommen und abgerundet. Okay. Ja, für jemanden, der Vielseitigkeitspferde trainiert, mit Sicherheit eine extrem gute Sache. Bei editierten Forenbeiträgen erscheint zukünftig ein entsprechender Hinweis. Ist auch okay. Finde ich jetzt zwar nicht unbedingt so notwendig, aber finde ich okay. Größe von Händlerpferden wird im Profil angezeigt und eigene Gruppen werden nun alphabetisch sortiert gelistet. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, weil das war bei mir immer irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Und wir haben jetzt 8000 registrierte Accounts im Spiel. Das ist cool. Herzlichen Glückwunsch, Equine Passion. Update 15.11. Es geht gleich weiter. Und zwar bei den Threads können jetzt die Threads abonniert werden und werden dann auf der Startseite angezeigt. Der Abo-Link steht direkt unter dem Titel. Hier. Ja, also hier Thread abonnieren. Das mache ich jetzt mal. Du hast den Thread abonniert, er wird dir zukünftig auf der Startseite angezeigt. Startseite abonnierte Threads ist das Update 15.11. Okay, Thread deabonnieren. Ja, so funktioniert das. Die Anzahl eigener Pferde pro Seite kann selbst gewählt werden. Diese Einstellung bleibt bis zur nächsten Änderung gespeichert. Das ist cool. Ich finde nämlich immer meine Pferde von der zweiten Seite nicht. Die sind irgendwie immer so aus den Augen, aus den Sinn so ungefähr. Und was ich noch vergessen habe, der Stallbetreiber erhält jetzt eine PN bei Fertigstellung von einer Stallgasse. Das ist super, weil ich das nämlich irgendwie auch immer verpeile, dass das schon fertig ist. Was man jetzt auch machen kann, ist, die Marktpferde können nach voller Erziehung gefiltert werden. Das ist mit Sicherheit super für jemanden, der Reitschulpferde sucht. So, also zurück zur Hauptseite. Was ist wichtig? Hier letzte Anmeldemöglichkeit zur Prämierung und heute finden die Turniere statt. Das heißt, wir müssen jetzt dringend erstmal durchgucken bei... So, wir zeigen 60 Pferde. Nee, wir zeigen alle Pferde an pro Seite. Dann ist nämlich wirklich das nicht mehr gegeben, dass die mir irgendwie auf der zweiten Seite verschwinden. Jetzt suchen wir uns die Zuchtstuten raus. Und da schauen wir haben nämlich Lilfi und Habidi, die dieses Jahr zur Prämierung angemeldet werden können. Und das gucken wir jetzt auch mal. Lilfi ist bereits angemeldet. Ja, super. So, die nächste. Ne, das ist jetzt wieder Apollon. Das finde ich zum Beispiel nicht schön, dass man da innerhalb der Gruppe nicht
durchwechseln kann. Habidi. Habidi. Ist auch zur Prämierung schon angemeldet. Supi, dann ist das ja erledigt. Gut. Dann, was ich auch noch ganz wichtig nochmal hier euch so zeigen möchte, damit ich nämlich meine Stuten nicht vergesse zu decken, um dann wieder die Fohlenschau nicht zu verpassen, ist hier. Ich möchte sie nicht unbedingt Mitte Februar decken, wenn irgendwie jeder deckt, sondern ich habe mir gedacht, Anfang März reicht auch, weil dann kommen sie Anfang Februar im Jahr darauf. Das ist völlig okay, sie müssen nicht unbedingt im Januar kommen. Ich habe mir reingeschrieben, Anfang März Stuten decken. Mitte März habe ich mir doch mal reingeschrieben, Stuten schon gedeckt. Und Ende März dringend Stuten decken. Wie schreibt ihr euch solche eigenen Nachrichten? Ich habe es schon mal geschrieben und auch schon mal gezeigt. Ich mache es aber nochmal. Ihr geht einfach hier vorne auf den Termin vom Jahr. Zack. Und dann könnt ihr hier reinschreiben, Notiz für. Ich schreibe jetzt mal rein, Test. So, speichern. Zurück zum Kalender und dann steht hier nämlich nicht nur drin Stutendecken, sondern dann steht hier auch irgendwo noch der Test drin. Aber der rutscht, glaube ich, in die zweite Zeile. Also dann schreiben wir halt irgendwas mit, hier schreiben wir den Test rein, dann seht ihr ihn auch. So. Genau, jetzt steht nämlich hier der Test drin und hier steht, glaube ich, auch der Test drin, aber eben, also hier, da, dann eben drunter und nicht in der gleichen Zeile. So. Können wir den Test wieder rausschmeißen, speichern, fertig. Dann ist er wieder weg. Und das erscheint euch genauso wie die Termine, die ihr hier macht. Also erscheint euch auch hier. Zusätzlich könnt ihr euch natürlich auch Notizen machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Das werde ich auch in Zukunft immer nutzen für die Videos, weil ich da oft mal Ideen habe, wenn ich irgendwie spiele und dann ist aber gerade kein Tag, an dem ich aufnehmen will. Und deswegen schreibe ich mir das, glaube ich, jetzt immer hier rein und dann finde ich das auch perfekt. Was ich jetzt hier zum Beispiel stehen habe, eine tolle Notiz, Hengstfohlen, keine AVB-Papiere, Abraba-Papiere. Was ist damit gemeint? Wir gehen mal zum Hengstfohlen. Es ist gar keine große Überraschung, dass Rubina und auch Silver nochmal ein Fohlen bekommen haben. Das habe ich euch ja schon bei den letzten drei Fohlen gesagt, dass da nochmal zwei kommen. Und das ist hier das Hengstfohlen von Rubina. Und das Hengstfohlen von Rubina ist ein Isabel, ein Palomino Rowan. Und dann gehen wir doch mal hier auf Zucht. Der Palomino hat ein Cream-Gen. Damit, ich zeige es euch auch, hier über Zucht und AVB. Da steht drin, folgende Aufhellungen sind erlaubt. Flachsen, Graying und Dominant White. Das heißt, Cream ist nicht erlaubt. Genau. Aber ich meine, er ist zwar ein arabisches Vollblut vom Blut, also von der Abstammung, aber er kriegt keine Papiere für arabische Vollblüter, sondern er kriegt nur die Araberpapiere. Hier steht nämlich drin, folgende Aufhellungen sind erlaubt. Dann Cream, Flachsen, Silver, Graying, Dominant White. Und bei Cream steht drin, Buckskin, Palomino, Cremello. Ja, also das ist wichtig, denn sonst würde er keine Papiere bekommen. Ich weiß, dass viele Araber auch in den Hengststation mit Isabel oder auch mit Dan gehen, hier, noch Papiere haben. Für arabische Vollblüter, das ist, weil es irgendwann mal erlaubt war, jetzt aber nicht mehr.
Das heißt, wir müssen beim Hengstfohlen eben einfach nur die Araberpapiere beantragen und dann bekommt er auch welche. Das ist jetzt so nicht schlimm. Hier nochmal einen super, super tollen Dank an Schleichgirli, die mir ja Rubina überlassen hat, als Rubina tragend war. Das heißt, dieses kleine Fohlen, Schleichgirli, darfst du auch benennen. Schreib mir einfach unten in die Kommentare oder schreib mir eine PN im Spiel, wie du denn das kleine Hengstfohlen benennen möchtest. Ich werde es jetzt so machen, wenn ich bis Freitag, weil ich brauche ja auch Papiere für das Fohlen und so weiter und so fort, wenn ich bis in 2 Tagen, ja, heute ist Freitag, wenn ich in 2 Tagen noch keine Nachricht habe von dir, dann benenne ich selbst. Einfach damit wir nicht ewig warten. Ja, aber schreib mir einfach. Ich weiß, dass du dir das auch anguckst. Natürlich gehen auch andere, also ihr könnt auch Vorschläge machen. Das ist gar kein Problem. Schreibt es einfach unten rein. Damit helft ihr Schleichgirli auch mit der Namensfindung. Inspiriert sie vielleicht. So, dann gehen wir doch gleich zum nächsten kleinen Fohlen, das wir noch bekommen haben. Das ist von Silver. Silver Arrow. Ich komme wieder nicht in meinen Stall rein. Ich bin zu doof. So. Ja, ich wollte schon lange mal hier Silver Arrow umbenennen in Silber. So, wir haben noch ein kleines Stutfohlen. Das ist ein Bay Rowan mit Graying gehen. Und Graying ist ja bei den AVBs erlaubt. Also da kann ruhig ein AVB draus werden. Und sie ist auch super, super süß. Mit Graying gehen sogar perfekt. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auch nochmal herzlichen Dank, Schleichgirli. Das war eine tolle, tolle Überraschung. Und da darfst du dir auch einen Namen aussuchen für die süße Kleine. Und ja, auch wieder einfach reinschreiben unten in die Kommentare oder als PN. So, was gibt's denn sonst noch zu wissen? Es gibt noch zu wissen, dass ich hatte ja angekündigt, dass Light verkauft wird. Light ist verkauft und zwar an Tweety. Tweety war die Reitbeteiligung von Light und sie hat den Kleinen gerne haben wollen. Und da bin ich natürlich dann auch wirklich gern begeistert davon, wenn jemand sich super schön schon als Reitbeteiligung um eins meiner Pferde kümmert und ich das Pferd dann verkaufe, dann bekommt derjenige natürlich auch den Vortritt. Das müsst ihr vielleicht auch mal verstehen, ne? Also wenn man sich vor allem auch an das Pferd dann schon so ein bisschen das Herz gehängt hat, auch wenn es nur ein virtuelles Pferdchen ist. Genau, also Light ist verkauft. Ich habe mir inzwischen überlegt, weil ich auch mein Herz irgendwie so an die imaginären Pferde verschenke, an die virtuellen, habe ich mir überlegt, dass ich die selbst gezüchteten Pferde von mir, die ich verkaufe, gerne als Reitbeteiligungen haben möchte. Nicht um sie zu versorgen, sondern einfach um sie im Auge zu behalten. Also da ist zum Beispiel DJ, also Jamal, der kleine Hengst, der jetzt bei Ronimo ist. Und dann ist da noch Light. Dann weiß ich immer, wo sie sich befinden. Und ja, weil ich... Ja, ich finde es schon schade, wenn ich jemandem ein Pferd verkaufe von mir. Und ich gebe sie ja nicht ab. Ich gebe sie nicht gerne ab. Wirklich nicht. Weil ich so absolut... gefühlsdusselig bin und die auch wirklich ins Herz schließe, diese Pferde. Gerade die, die ich selbst gezogen habe.
Und wenn ich sie dann verkaufe, ich würde sie am liebsten alle behalten. Aber wenn ich sie dann verkaufe, dann möchte ich wirklich schon, dass sie in gute Hände kommen. Und dann bin ich auch echt traurig, wenn sie dann weiterverkauft werden oder wenn sie dann auch irgendwie beim Pferdehändler landen. Ich weiß nicht. Das finde ich irgendwie immer traurig. Ja. Und so habe ich sie einfach ein bisschen im Blick. Kontoverlauf wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Und zwar, Frömmel wurde wieder als Deckhengst benutzt. Ich glaube, inzwischen gibt es schon extrem viele kleine Frömmels. Und wir haben natürlich Verkauf von Light überall ein bisschen Geld bekommen. Ist auch perfekt, denn jetzt haben wir eine eiserne Reserve von 5000. Die würde ich auch gerne wirklich so behalten. Die brauche ich irgendwann mal wieder, glaube ich, zumindest mit Sicherheit. Und hier haben wir Sparen für alles Mögliche, was es noch so kommen wird. Ja, ich bin am Überlegen. Ich weiß, wir haben noch einen Kredit für 117 Monate. Aber überlegt euch mal, ich habe hier eine Stallmiete von 200 zu zahlen, eventuell sogar mehr. Das heißt, also was heißt mehr? Definitiv auf jeden Fall mehr, weil ich ja auch, weil ich auch den Hengst von Dreamy behalten möchte. Und ich werde auch wahrscheinlich noch eins von diesen beiden Fohlen behalten, die heute gekommen sind. Und deshalb brauche ich Platz. Ne? Sagen wir es einfach, wie es ist. Ich brauche noch ein bisschen Platz in meinem Stall, damit ich keine Stallmiete zahlen muss, weil das ist Geld, das an jemand anders geht. Deswegen meine Frage an euch: Was haltet ihr denn davon, wenn wir nochmal einen Kredit aufnehmen, um nochmal 5 Stallplätze zu bauen? Davon können wir ja, während wir sie noch nicht brauchen, weil gerade brauche ich vielleicht 2 oder so, davon können wir ja die anderen dann wieder vermieten und eher Geld einnehmen. Und von diesem Geld können wir dann den Kredit abzahlen. Findet ihr das sinnvoll oder findet ihr das vielleicht nicht so sinnvoll? Schreibt es mir einfach mal gerne unten in die Kommentare rein und lasst uns darüber sprechen. So, heute finden auch noch Turniere statt. Das machen wir jetzt noch, auch wenn es schon eine extrem lange Folge wieder wird, aber das ist halt auch manchmal nötig. So, und zwar Gruppe Turnierpferde. Da haben wir Rubina. Warum ist Rubina da drin? Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber egal. So, Arabaskur. So, ab aufs Turnierchen. Anmelden für TK2. 9,4 hatten wir. Wir haben einen Fehler gemacht und das Pferd ließ sich von der ungewohnten Umgebung verunsichern. Das heißt, aber auch, dein Pferd lässt sich als einziges nicht vom aufziehenden Gewitter irritieren. Der Richter ist beeindruckt. Wir haben eine Grundnote 10. Im Endeffekt waren es dann nur noch eine 9,4. Ja, gut. Auch nicht so schlecht. So. Wir haben ja noch mehr Chancen. Ist ja nicht so. So. Turnierpferde. Zacki. Blitz. Blitz aufs Turnier mit dir. TK2. Yay! Endnote 10. Er ist heute besonders motiviert. Yay! Ich muss auch dazu sagen, Blitz entwickelt sich echt gut. Und ich werde jetzt wahrscheinlich noch mit Fangelis auf ein Turnier gehen. So, wo ist Fangelis? Ach nein, nicht mit Alia. Alia brauche ich nicht aufs Turnier gehen. So, hier Fangelis. Ab aufs Turnier. Yay. Yay. 10. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Man kann das auch hier gleich einsehen. So, TK2. Hier, TK2. Wir haben Note 10.
Und Note 9,4 mit Arabasco. Und bei den Jungpferden auch Note 10 mit Blitz. So, mit diesem tollen Erfolg, ist echt genial, verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch alles, alles Liebe weiterhin, so wie immer. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das erste Mal hier bei mir auf dem Kanal seid, abonniert mich gerne und dann verpasst ihr kein anderes Video mehr. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, das unterstützt mich total. Und dann schaut vielleicht noch woanders vorbei. Ich verlinke euch das jetzt hier links, rechts, wo auch immer. Ihr werdet es jetzt sehen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Fie.